Ja, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Ist auch ein Line-Spiel, interessant. Line Cube Heroes heißt das Spiel, oder Cube Heroes, nennen wir es einfach mal nur. Wenn wir es mit Line anlocken, kriegen wir 50 von solchen komischen Dingern da unten. Aber wir werden einfach mal als normaler Gast spielen. Und ja, Cube Heroes ist ja sowas wie ein Würfel, ne? Cube. Und darum geht's anscheinend hier auch. Okay, ich würde sagen, wir skippen das einfach mal. Er hat über 300 Jahre uns gewartet. Und wir müssen die Alien, diese Galaxie von der Alien-Invasion befreien. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in Stage 1. Rack up some points. Moves 14. Okay. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr cool aus. Ah ja, okay. Wir müssen wieder die Dinger so schieben, dass sie eine Dreierkette bilden. Eine mindestens Dreierkette. Ich tapp doch den Screen, meine Fresse, ey. Okay, unser Ziel sind aktuell 7000 Punkte. Wir haben also das letzte angespielt von Pop 2 auch. Aber ich denke, das sollte nicht allzu schwierig sein. So. Bam. Oh yeah, hier haben wir sogar schon. Wow, nice. Nice, nice. Kaboom! Unser Goal von 7000 haben wir erreicht. Die Minimum. Clear, okay. Und jetzt gibt es für jeden Move, den wir noch übrig haben, nochmal ein paar ordentliche Zusatzpunkte. Leider ist das komplett absolute Maximum erreicht, was wir hätten erreichen können. Ist aber egal. So, plus 30 Bonus Points und 3 von 60 haben wir für den einen. Aha. Close. Stage 1. Yeah, 2200 Punkte. You got a blue capsule. Und nehmen wir den nächsten. Tap. Ah ja, ich glaube, wenn zwei übereinander sind, dann kann man die kombinieren. So, wir nehmen als erstes mit. Na gut, nehmen wir erstmal den hier. Bam. Zwei. Nice. Am Anfang wird aber noch ein bisschen, so ein bisschen geholfen. Schick, schick. Ich hätte es aber wahrscheinlich anders machen sollen. Egal, trotzdem cleared. 8700 Punkte haben wir erreicht. Und jetzt für jeden Move, den wir hier noch haben, werden extra Punkte generiert, die dann im Endeffekt das gesamte Feld noch einmal zerstören. Und uns die drei Rubine gebracht haben. Oder Diamanten. Und schon wieder eine blaue Kapsel bekommen. Machen wir dann später mal auf. Achso, oben links ist unsere blaue Kapsel. Das ist unsere Ausdauer sozusagen, wie oft wir diese Level machen können. Verstehe, verstehe. Auch schon wieder relativ dumm gewesen. Achso, guck mal, die Moves kannst du auch so benutzen, indem du sie einfach irgendwo hin. Du musst damit nicht mal unbedingt was, was triggern. Du kannst auch die Dinger so irgendwie hinsetzen, wie du magst. Kostet dich aber halt allerdings immer wieder einen Move, ne? War jetzt nicht so cool, jetzt habe ich einfach mal einen Move verschwendet. Das war. Ja, nicht so doll. Aber Level cleared und 8 Moves haben wir übrig. Ich glaube, 2 oder 3 Moves habe ich verschwendet vorhin. Aber. Ja, wir haben die Diamanten dennoch bekommen. Gerade so, jedes Mal kriege ich den. Ich bin so ein Lucky Jeep. Und da fehlen also noch 51, also noch 17 Level. Mit dem Diamantenbonus. Da haben wir 3, okay. Oh, machen wir weg. Attendance Event. Also ich glaube, es ist ein wiederkehrendes, also dass man wiederkommt. Wir haben 3 Pillen bekommen. Und wenn wir im Battle Mode gewinnen, also wahrscheinlich PvP wird das sein, kriegen wir einen großen Reward. Ja, komm, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Alter. Ich tippe auf den Screen wie blöder und trotzdem geht es nicht weiter.
So, Round 1. Okay. Dann spielen wir mal gegen einen. Und da haben wir gerade unseren Helden gehabt, der dem Gegner so ein bisschen was abgezogen hat. Ich glaube, irgendwie Defense oder vom Gegner reduzieren, irgendwie sowas war es gerade gewesen. Okay. Ah ja. Mhm, oben links hat er die, oder in der Mitte links seht ihr die 2, das heißt, nach 2 Runden greift er mich an. Na dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, was wir hier Schönes machen können. Da greift er mich an und sperrt einige Blöcke teilweise. Das ist ja sehr ärgerlich, die Blöcke sind wirklich komplett gesperrt, also... Oh cool, nice Skill. Ich habe schon gewonnen, okay, alles klar, interessant. Oh ja, es gibt Punkte. ...33.700, alles klar, kommen noch ein paar mehr Punkte dazu, 34.300 und dann nochmal der Attack wird angegriffen. Gibt auch nochmal 5.000 oder 10.000 Punkte oder so zu geben. Ja. Plus 5 Moves, Item mal 1. Da kann man uns 5 Moves also dazu holen. Okay, das sind also... Nacheinander muss man gegen verschiedene kämpfen. Ich glaube, das ist... Doch, das sind aber wirkliche Gegner. Das sind menschliche Gegner. Die haben menschliche Namen zumindest. Ja, Menschen. Hm. Und er hat schon wieder ein bisschen mehr HP. Jetzt, vorhin hat er nur die Hälfte gehabt. Jetzt hat er ein bisschen mehr HP. Und unser Schlachtfeld ist wesentlich kleiner. Und wir haben unseren Skill bekommen. Atomic Rocket. Und damit gehen ordentlich HP abgesehen. Na gut, 6,58. Jetzt ist nicht so viel. Hier haben wir die Möglichkeit, 2 Dinger zu benutzen. So. Der hat 5 Dinger gesperrt. Win! Das war's schon wieder. Mein Gott, die hatten aber nicht so viel durch, die Gegner. Ich glaube, die Ketten kann man wieder freispringen, indem man diese Blöcke einmal kombiniert. Dann sind die wieder frei. 39.168 Punkte und da gibt es noch mehr. 39.000 und yeah, immer mehr. 42.393 Punkte und wir haben ein Level aufgestiegen. Rewards sehen von diesen komischen Dingern. Achso, ich glaube, wir sind im PvP aufgestiegen, ne? In diesem Battle Mode. Und wieder eine blaue Kapsel bekommen. Yay. Können wir mehr PvE machen. Neophil gegen Neophil. Wir kämpfen immer gegeneinander, ja? Ist das so? Spannend. Spannend, spannend. Ja, das stand schon, es braucht 3 Hits, um einen so einen Eisblock zu brechen. Dum, 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 dum. Okay, nach einem. Jetzt attackt er nur noch 2 Attacks, okay. Ups. Das war schlecht. Ich find's dumm, dass. Ja, natürlich hat er genau den genommen, wo ein Skill drin war. Wie dumm ist das denn, bitteschön? Oh mein Gott! Ist das scheiße, ey. Aber ich kann die ganzen Lines nicht mehr bewegen, die mit den Ketten fest sind. Nach jeder Runde hat er ein Skill, das ist so gut, ey. Ach komm, das ist doch dumm, ist das, ey. Wie war er denn vorher? Ich weiß gar nicht. Das ist immer ein gleicher Move, oder wie? Nee. Ich habe ja vorhin falsch hingesetzt. Also, ich meine, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann, doch, hier kann ich noch was machen, aber das ist total dumm. Kann er mal aufhören, das jede Runde zu machen? Viel zu kleine Schachtel, nach jeder Runde kettet er ein paar Dinger fest und wow, ey. Hm. Nur 29.000 Punkte ist jetzt nicht so viel. Und eine rote Kapsel bekommen, wofür wir auch immer die zuständig sind, keine Ahnung. Ist mir auch völlig latte, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß hier. Lass mal.
So. Ja, und Post war noch. Da ist bestimmt ein bisschen was drin. Ja, okay, die ganzen Kapseln. 30 Tage Zeit hat man, die Dinger einzusammeln. Ich weiß nicht, was das für komische Coins sein sollen, die hier oben. Was sind das für Dinger? Gold Cube. Und wo habe ich hier einen Job? Hier unten habe ich einen Job, glaube ich, auch bei dem hässlichen, komischen Grinsetyp. Plus 90 Bonus Points. Decrease Opponent's HP bei 10%, okay. Und dann gibt es halt noch später wesentlich geilere Helden. Okay, sind alle noch überhaupt gar nicht, glaube ich, verfügbar. Und die kann man sich dann halt anscheinend kaufen und aufrüsten und so weiter. Aber wir machen es wieder. Ah, okay. Hier oben gehen die Level hin. 0 von 60. Ah ja, okay, 0 von 60. Warum 0 von 60? Ich hab doch Diamanten. Müsste nicht schon 3 von 60 sein? Ist egal. Machen wir Stage 4. Finde ich wenigstens besser, diesen PvP-Kram. 14.000 Punkte brauchen wir wieder, um unsere Freunde zu befreien. Das sind Diamanten. Komische Sprengstoffladung hier. Bam! Yeah, alles klar, eine Dreier-Kombo. Mein Gott, bin ich gut. Badam, und damit sollten. Ne, 14.000 Coins. Dingens im Rauschpunkte. Dauert dann noch ein Weilchen. Die Musik. Ja, drei Moves habe ich nur noch übrig. Ich weiß, ich weiß. Und ich kann die Grünen jetzt nicht mehr triggern, merke ich gerade. Wow, gerade so 14.400 Punkte. Holy shit. Kein einziger Move, weil ich die Dinger nicht getriggert habe, bekommen habe. Okay, das war so ein schlechtes Ding gewesen. Holy shit. Was ist, wenn ich Battle drücke? Dann komme ich jetzt in den komischen Battle-Mode, ne? Wie dumm ist das denn bitte? Ne, will ich nicht. Geh weg. So, machen wir ein normales Level. Jetzt habe ich guck mal, nur so einen kleinen Ding bekommen, so einen kleinen Knubbel. Na, dann mach ich doch schon auf Stage 4. Die ganzen Felder sind einfach viel zu klein. Die Einschränkungen sind viel zu heftig. Und dann gibt es noch, wird sich halt auch noch die ganzen Eisdinger und so weiter geben. Dann guck mal hier, ich kann kaum wirklich was machen. Man ist so eingeschränkt, da ist ein bisschen lucky gerade. Eine Achter-Kombo. Oh, das war's schon. Alles klar, ich habe noch 12 Moves. Erstmal das wird ausgelöst, hat jetzt nicht viel genommen, weil da so viele leere Felder dazwischen waren. Und da sind wir bei 29.000 und haben den dritten Meilenstein sozusagen erreicht, den Diamanten. Und dann einen schönen Dynamit. Okay. Ja, jetzt gibt es nochmal 30 Punkte dazu, weil wir das Ding jetzt erreicht haben, haben wir nochmal drei Dinger dazu bekommen zu seinem komischen Leister, da 1365. Und schon wieder eine blaue Kapsel bekommen. Yay. Wie toll. So. Ja, meine Freunde, das war's gewesen mit, wie hieß es, Cube? Irgendwie Cube? Okay, Cube Heroes heißt es. Spricht mich jetzt nicht so an, wir können mal ganz so gucken, wie viel Level das Ding hat. Aktuell nur... Achso, doch hier unten, klar, hier unten stehen die 13 von 60. 13 von 60. Achso, in dem kriegt man 2. 60, 120. 20 von 60, 80. 100 Level. Wenn ich das ja richtig sehe. Und hier haben wir das Boss-Level. Naja, gut. Wer spielen möchte, in der Videobeschreibung sind die Links zum Spiel, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Angespielt. Ciao!